YouTube. Herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge The Hunter Call of the Wild. Heute wieder mit eurem Captain Dax. Heute wieder Finnland. Wir gehen wieder ein bisschen erkunden. Wir brauchen den nächsten Aussichtspunkt, die nächste Hütte. Wir müssen ein bisschen die Map voranbringen. Ja, viel Spaß beim Zuschauen und let's go. 17 Uhr. Wir könnten Trinkzeit-Elche einstellen, oder? Hatten wir in letzter Zeit genug Elche geschossen? Oder können wir da noch ein bisschen was rauskitzeln? Hä? 13.09 Uhr. Da sind alle Elche durstig. Ich sag's euch. Alle. Da ist auch schon unser erster Elch. Digga, nach 2 Minuten Aufnahmezeit. Top. So drehen sie sich. Bitte, danke, danke. Ja, ja, ja. Bitte bleiben sie stehen. Schön. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Was, wie, wo, was, wo? Haben wir den jetzt wirklich? Wir haben den schlecht getroffen. Wir müssen nochmal nachlegen. Nochmal. Okay, Freunde in der Nacht, das war nichts. Das war nichts. Das war unser Start. Ey, ich bitte, wir schneiden das raus. Wir schneiden das raus. Bitte, bitte. Keine Organe getroffen. Ja, okay, komm, wir lassen ihn noch ziehen. Bringt nichts, da hinterher zu laufen. War eh nur ein Dreier, ich. Ein Auerhahn. Der dritte Schuss hat gesessen. Ich habe falsch genullt. Es tut mir leid. Wir waren auf 140 Meter. Ich hatte auf 100 Meter genullt. Aber der dritte Schuss hat gesessen. Schauen wir uns den Burschen mal an. Auf jeden Fall hat er einen schönen Schwanz. Gold. Oh ja, Hals-Nasen-Ohrenschuss. Schön in den Hals. Top. So, auch heute wieder, wenn ihr euch die Abschüsse nochmal anschauen wollt, aus meinen Streams, aus meinen YouTube-Videos, dann bitte auf meinen Discord kommen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und im Channel Erlegtes poste ich alle Abschüsse, die ich in meinen YouTube-Videos gemacht habe, die ich in meinen Streams gemacht habe. In dem Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschüsse präsentieren, eure Diamanttiere, eure speziellen Farben oder auch eure Goldtiere. Alles, was ihr so an coolen Sachen geschossen habt. Da unten ist noch ein See. Ich habe aber Rückenwind. Das ist ein bisschen schlecht. Natürlich auf Elchjagd bin. Ich jetzt nicht unbedingt gleich einen verschrecken möchte. Aber wir gehen da trotzdem jetzt erstmal runter. Da ist nämlich schon der erste Dreier-Elch, der auf der Flucht ist. Das heißt, wir müssen reagieren. Natürlich die Frage, ob wir jetzt einen anderen Elch, der hier vielleicht potenziell besser wäre, verjagt haben. 3 Weibchen, ne? Oder? Da ist noch ein Männchen. Wir gehen mal zu dem Elch, den wir erschossen haben. Dann gucken wir von der Seite nochmal. Haben wir, glaube ich, einen besseren Blick drauf. Ui. Ui. Der könnte Diamant sein. Der ist auf jeden Fall Gold. Der erste Dreier-Elch in Gold, den ich, glaube ich, geschossen habe. Also, das ist selten. So, Diamant ist bei 274 und der andere könnte da 280 sein. Ne? Der könnte Diamant sein. Also, hier ist eine ganze Elch-Familie. Und von dieser Insel schießen wir einen 150-Meter-Schuss auf den Elch. Ich hoffe, dass ich ein bisschen seitlich noch kriege. Dieser Elch könnte besser gescored sein als der Elch in meinem letzten Video. Übrigens, Videotitel war da, mein bisher bester Elch. Das heißt, theoretisch könnte ich jetzt an das Video jetzt hier dran schreiben, mein bisher bester Elch, die aktuelle Version oder so, keine Ahnung. Digga, was ist hier los? Was ist hier los? Da drüben ist noch einer, der auf 260 gescored ist. Also könnte. Schieß jetzt. Schieß ich noch nicht. Dreh mal den Kopf. Ja. Komm. Komm, noch ein Stück. Schön. Musst du wieder mit dem Kopf hochgehen? Ja, sehr gut.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und leg dich hin. So, den haben wir schon mal in der Tasche. Mal sehen, ob der dir ist. Jetzt nehmen wir den da hinten. 350 Meter. Kann ich nicht einschätzen, ob ich den gut getroffen habe. Wir schauen auf der Karte. Karte sagt nein. Computer sagt nein. Doch stehen. Komm, komm her. Doch okay. Würde ich doch nur schießen. Das ist der potenzielle Diamant. Er ist geweiß von hier aus schon riesig. Ah, okay. Leider nicht so gut wie der letzte. Leider nicht so gut wie der letzte. Mein Video lügt nicht. Das war bisher mein größter Ich. Im letzten Video. Schade. Aber vielleicht finden wir heute noch einen Diamant, echt. Wir sind ja ziemlich gut unterwegs, was Elch angeht, ne? Wir sind wirklich, wirklich gut unterwegs. Das ist ein Lux. So, Lüxchen. Ah, sehr schön. Ein goldener Lux. Schöner doppelter Lungentreffer vorne rein. Top. Der wollte wegrennen. Da ist der Zweier-Elch. Steckt sich hinter einem Baum. Komm, 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 komm. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. So, Dreier-Elch in Silber und Zweier-Elch in Silber. So, wir müssen zum nächsten See. Wir haben nämlich gar nicht mehr so lange Trinkzeit-Elche. Sehe jetzt noch nichts Kapitales. Das ist ein Dreier-Elch. Das ist ein Zweier-Elch. Der ist ins Wasser gefallen und treibt auf mich zu. Nehmen wir den Zweier auch noch mit. Vielleicht fällt er auch ins Wasser. Vielleicht treibt er auch auf uns zu. Das wäre nice. Jo. Lol. Silber. Ah, okay, okay. Leider nur Silber. Der ist auch Silber. Ich würde jetzt ganz gern nochmal in die Hütte gehen und die Zeit nochmal auf Trinkzeit Elche stellen und nochmal so ein bisschen die anderen Seen abklappern. Also ist auch für mich gerade, muss ich ganz ehrlich gestehen, die beste Map für die Elchjagd. Also wer noch keinen Elch, die er hat, oder noch einen zweiten will, Finnland ist wirklich, wirklich exzellent dafür. Silber. Oh Gott, ein Punkt. Nee, nicht mal ein halber Punkt. Schönes Geweih. Dafür, dass es nur ein... Oh, doch, ist ein goldener? Also, pass auf. Hä? Verstehe ich jetzt so? Also, der Vierer ist Silber gewesen, weil er einen halben Punkt weniger hatte, was er zu Gold gebraucht hätte. Also, ne? Zu 194. Und der Dreier ist jetzt aber Gold. Was ist da los? Egal, ich beschwere mich nicht. Goldener Elch. Ein goldener Vierer. Schön. Das ist der nächste Vierer. Ein silberner Elch. So, das ist unser Vierer. Das ist er. Okay, nehmen wir ihn zuerst mit. Er ist schön, schönartig down gegangen. Finde ich gut.
Zweier Elch in Silber. So. Gold. Sehr, sehr schön. Gold. Und es wollte am Boden geschossen werden. Ja. Also ist eigentlich egal. Gold. Schön, schönes Ding. Er ist schon wachsam. Auch wunderschönes Geweih wieder. Ja, 232. Schönes Ding. Also wie ihr gut sehen könnt, haben wir die Seen in diesem Areal hier mal so ein bisschen abgeklappert, ne? Ich würde jetzt sehr gern hier oben so ein bisschen gucken, was es hier noch so gibt. Hier oben sind so kleinere Seen. Das ist, glaube ich, ganz gut für Elche. Schauen wir uns mal an. Wir gehen mal in den Norden. Habt ihr schon so Lieblingsspots auf der Map gefunden, wo ihr besonders viele und gute Elche geschossen habt? Falls ja, schreibt es mir in die Kommentare. Den muss ich jetzt schießen. Das ist kein Männchen, das ist ein Weibchen. Das ist das Männchen, okay. Silbernes Männchen. Auch nur Silber. Ja, ich glaube, der kommt auch nicht mehr. Schade. Die anderen Böcke sind abgesprungen. Kleiner, süßer, silberner Elch. 217. Ich habe ja gesagt, der ist nicht über 130. 230 meine ich. Ach, ihr wisst doch, was ich meine. Jedenfalls war es auch kein Diamant, nicht mal in der Nähe von Diamant. Viel schlechter als den wir beim letzten Mal geschossen haben. Der hatte eine 250er Wertung. Ja, was soll ich sagen? So, das war's leider auch heute schon wieder mit dem YouTube-Video. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben extrem viele Elche auf dem Gewissen heute. Ja, also es ist eine natürliche Feindschaft zwischen Dachs und Elch. Haben wir wieder aufblühen lassen. Leider kein Diamant geschossen. Tja, nur Gold. Mal sehen. Wir werden in der nächsten Zeit das so ein bisschen vertiefen. Wir werden weiter die Seen abfarmen. Wir werden weiter schauen, ob wir doch noch den Diamant-Elch schießen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Mal. Vergesst das Abo auf YouTube nicht, vergesst den Follow auf Twitch nicht. Ihr könnt auch auf meinen Discord kommen. Alles Links in der Videobeschreibung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.